Oh, wie gut, wie gut. Perfekt. Flink auf jeden Fall. Oder Prinzessin. Na los, damit wir zumindest noch ein paar Briefmarken bekommen. Vorräte. Aber dafür muss unser Brahmin auch noch leben bleiben. Also damit wir die 50 bekommen. Toi, toi, toi. Und wir müssen das natürlich auch hier in der vorgegebenen Zeit schaffen. In unserer vorgegebenen Zeit von unserer Karawane. Und dieser hier von Vella. Na. Oh. Habe ich mich erschrocken. Gesund und sicher. Nee, aber Packesel würde ich jetzt sehr gerne spielen. Mir ist nach Packesel. Ich mag dieses Event. Vorsichtig. Ein Opossum. Und Drescher. Block. Kaffee und Kuchen. Kommt noch mehr? Ich hoffe nicht. So. Und dich noch? Und dann vielleicht auch ganz kurz warten. Also es liegt ja nicht in unserer Hand. Aber es wäre von Vorteil, wenn auch dieser Mitspieler dann ganz kurz zur Vella-Karawane wechselt. Wenn wir jetzt mit Vella zuerst ankommen. Oh! Und dort dann die Vorräte kassiert, dann wieder zu seiner wechselt und so weiter und so fort. Das fühlt sich schon wieder sehr, sehr lang an hier. Sehr, sehr lang. Kaffee und Kuchen. Was sind eigentlich das für Konsorten hier? Raider-Dieb. Wurde mir gerade nicht als feindlich angezeigt. Warum auch immer. Ein Mysterium. Haben wir es? Die Stimpacks bitte noch. Für einen eventuellen Verkauf. Gut. Okay. Weiter. Wir müssten noch bald da sein. Hier sind jede Menge Lost-Anhänger. Bin ich der Einzige, der hier noch in der Truppe ist? Die sind jetzt hier, ne? Oh, oh, stopp. Die warten auf mich. Oder? Ich guck mal ganz kurz. Hm, ne? Also, wenn wir wollen, können wir. Los, jetzt, jetzt können wir es machen. Ja. Kannst ablegen. Mach das. Ja. Absolut. Daumen nach oben. Ist okay. Wenn du möchtest. Möchte noch nicht. Möchte vorher da kassieren. Aber irgendeiner kommt dann zu kurz. So oder so. Hm, nee. Ich leg's aber jetzt auch nicht in die Kiste. Ich gehe ganz kurz wieder rüber zur Vella. Ist oh, oh nein. Mein Brahmin ist durch, ne? Ich glaube ja. Vielleicht soll ich eine komplett neue erstellen. Oh, es wäre schon hilfreich, ne? Meine Güte, drunter und drüber geht es hier. Ich weiß, ich war gerade eben hier, aber das Brahmin, das ist völlig Nüsse gewesen. Irgendwas hat mit dem Futter nicht gestimmt, aber ich will Josie hier nicht anpfeifen, weißt du? Beim nächsten Mal. Es hatte nicht mal einen richtigen Namen. Ich denke, du verstehst das, Mali. Du bist der Geschäftsfrau. Ja, sofort. Boom, Schakalaka. Und nun wieder zurück. Hier, stopp. Da. Das Finale. Das sind ganz viele. Ich will mitmachen. Hallo, hallo, hallo. Und da sind wir auch wieder. Gilt das hier noch? Ich glaube schon. Da vorne. Oh Gott. Ich bin vielleicht gar nicht mehr richtig im Bereich drin, ne? Aber zumindest haben wir jetzt wieder ein Brahmin auf der Piste. Damit wir hier mitverdienen können. Aber danach auch Score-Aufgaben und Drogen. Danach ist erstmal genug Karawane. Ne? Kommst du? Vorsichtig. Köpfchen, Köpfchen, Köpfchen. Aber steht doch wirklich auf der Piste, ne? Da ist unseres. Mhm. Eins wurde schon abgegeben. Ein Brahmin. Aber hier verdienen wir zumindest jetzt mit. 5. What the heck? Nur 5? Ich hatte doch selber einen Brahmin. Frechheit.
Warte mal, da war gerade eben... Ach so, weil die Zeit abgelaufen ist. Das war hier so ein endlos Brahmen. Das passiert. Glaube ich jedenfalls. Niemand weiß das so genau. Aber jetzt habe ich einen Brahmen auf der Strecke. Und jetzt ballern wir hier nochmal durch. Einer für alle. Und alle anderen drehen durch. Los! Das klappt diesmal. Hundertprozentig. Wir sind gefangen in einem endlosen Karawane-Loop. Oh, hi. Aber wir brauchen den Kram. Ansonsten werden wir niemals das schnellste Brahmen in ganz Appalachia bekommen. Wie viele Vorräte haben wir jetzt? Zeig mal bitte. Stats, Sammlung, 393. Fast 400. Die Kröte. Dann müssen wir auch noch Muni besorgen. Inner Ops. Inner Daily Ops. Aber das macht sich mit der Daily Ops nicht so. Nicht so hervorragend. Wenn ich das mal so sagen darf. Vorsichtig, das Brahmen. Das ist ganz, ganz doll fehleranfällig. Störrisch, könnte man meinen. Mental instabil. Seelisch divergent. Hopp, hopp, hopp. Wir wollen die Leute nicht warten lassen. Das Big Resp hier. Er hat ja auch nochmal eine Karawane gestartet. Sicherlich, um hier ordentlich mitzuverdienen. Aber wir hatten wirklich bei der letzten Karawane jetzt nur 5 Vorräte bekommen. Also, meine Theorie. Wenn die Zeit ausläuft, bei einer Karawane bekommt man eventuell trotzdem zumindest ein paar Vorräte. Wir in diesem Fall 5. Vielleicht funktioniert der Trick da nicht ganz. Oder alle haben nur 5 bekommen. Oh nein, jetzt kommt die kritische Stelle. Das könnte gut möglich sein. Das ist possible. Im Bereich des Möglichen. Ist immer noch ein Bethesda-Spiel. Das dürfen wir nicht vergessen. Na los. Na los. Komm. Warum? Hör auf damit. Warum seid ihr alle so verrückt? Ich glaube, das ist so einprogrammiert, ne? Oder noch besser, es hat sich herausgestellt, dass die Brahmen diesen Fehler haben. Aber die Entwickler haben sich so gedacht gehabt, naja, irgendwie ist es auch ziemlich lustig, ne? Für uns. Deswegen haben sie es einfach drin gelassen. Ist kurios. Sehr kurios, das Ganze. Ja, ich mach mal den Hundi. Nehmen wir ein bisschen Muni mit. Ach, guck mal. Stimmt, wir hatten ja hier geballert gehabt. Ich glaube, ihr habt unser vorangegangenes Brahmen gekillt. Oh, come on. Echt jetzt? Die Brahmen sind sowas von lost. Psycho, naja, für den Verkauf. Ja, ja, jetzt. Lauf. Lauf, mein liebes Brahmen. Brahmi, verdien dir deinen Namen. Und wir werden ihn dann in Ehren halten. Aber erstmal lauf. Okay, gut. Action. Mhm. Du kannst. Oh. Es klärt ein bisschen auf. Das Wetter wird klarer. Ja. Mhm. Wir glauben an dich. War es das schon? Wir hätten eine mega kurze, große Karawane wirklich verdient, weißt du, Brahmi? Nach all den Niederschlägen hier. Höchstwahrscheinlich technischer Natur. Oh, komm. Aus dem Nichts. Wirklich. Scheiße, wir haben gleich keine Muni mehr. Also wir können hier unser Brahmen gerade nicht aufladen. Eine üble Geschichte. Ne? Weiter bitte. Ja. Mhm. Schön durch Moon. Das müsste doch jetzt hier die Zielgerade sein, oder? Jetzt kommen die Drescher. Ein letztes Mal. Oder. Oder. Oder nicht so. Eher oder nicht so.
Immer hier rauf, bitte. Damit wir das Gebiet ein bisschen besser überblicken können. So, gegen wen verlorene und wilde Gude? Okay, okay. Nichts lieber als das. Da kommen noch welche. Da oben. Das sind miese Ghule. Und hep. Bam, schon ein Stückchen. Ich kam nicht hoch. Lock, lock, lock. Kiste. Können wir jetzt den Kram in die Kiste legen? Bitte. Es sind alle tot. Oder hat sich irgendwo ein Gegner verkantet? Kann sowas passieren? Na los, renne. Bitte, Money. Das ist ganz mysteriös hier. Super sass. Ja, ja, gib, mach. Nice. Wir sollten jetzt über 400 haben. Aber nicht, dass wir gar nichts bekommen haben. Ich habe schon wieder kein Klimpern gehört. Wer? Okay, doch, alles cool. Alles cool. Jetzt kann uns das Brahmin egal sein. Es hat auch keinen Namen. Aber das sollten wir ändern. Wir machen jetzt nur den Namen. Hey! Nur den Namen. Und dann guckt man auch mal wegen Tunen. Und dann Schatzkarte. Damit wir endlich wieder Psycho-Tets haben. Hier. Der Slot hier, dieser Hotkey. Der ist ein bisschen einsam. Guten Abend, hallo. Wir wollen anfangen. Oh, irgendwer kann jetzt hier aus dem Nichts einen Namen zaubern für mein Brahmin. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Entweder Marley oder Josie. Und ich soll lesen. Wir haben hier noch eine ganze Menge nicht abgequatscht. Nein, keine weiteren Helfer. Die Angestellten brauchen keine weiteren Ressourcen. Wir reden über was anderes. Danke sehr. Ja, Text, 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 Text. Wir verstehen das mit den Vorräten mehr denn je. Wir möchten nicht mehr über die Blue Ridge Caravan wissen. Ich sag das mal. Wir arbeiten nun schon länger zusammen. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verklickt. Ich bin zu aufgeregt gewesen. Der Name steht kurz bevor hier. Wir arbeiten nun schon etwas länger zusammen. Mhm. Und dein Punkt ist? Oh, come on. So, dieser Job nimmt so viel Zeit in Anspruch. Entspannst du dich nicht auch mal? So läuft das nun mal im Geschäft. Aber manchmal entspanne ich mich auch beim Schießen. Lasse etwas Dampf ab. Vielleicht sollte ich mal Wachdienst schieben. Hast du viel von dieser Gegend erkundet? Oh, ich habe bei der Suche nach einem Zuhause so einiges gesehen. Auch einige coole Sachen aus der alten Zeit. Die Feuerwachttürme und so. Jetzt, wo die Natur alles zurückerobert, ist es hier wieder schön. Okay, alles klar. Also hier war jetzt kein Name versteckt, dann muss es Josie sein. Ja. Entschuldige die Störung. Wir sehen uns später wieder. Josie, meine Gute. Beschäftigt dich was? Ich ja. Bin da, wenn du ein offenes Ohr. Der Name meines Brahmin. Wie läuft es so mit dem Brahmin? Ganz ehrlich, ihre leeren Blicke sind schon ein bisschen unheimlich. Aber damit muss ich leben, wenn ich die Kronkorken will. Und ich gewöhne mich bestimmt noch an sie. So läuft das nun mal. Was erinnert. Das wissen wir doch alle. Bürsten, dachte ich mir. Es wäre doch ganz nett, wenn wir den Brahmin echte Namen gäben. Hast du nicht? Gefällt mir nicht, sie ständig als Vieh zu bezeichnen. Richtig. Hast du schon eine Idee? Und Pack Brahmin ist so unpersönlich. Ja, gerne. Eine Sekunde. Vielleicht können wir den Namen später auch nochmal tauschen. Wie wäre es mit... Oh, wie gut. Wie gut. Präfix. Flink auf jeden Fall. Flink, ne? Oder Prinzessin. Lumpi. Nein, 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 nein. Also Flink ist wirklich schon in Ordnung. Nehmen wir jetzt mal. Und Suffix mit C bitte weiter. Flink ist. Daisy.
Stimmt, hat man sie ja von vornherein genannt gehabt, ne? Flinke Daisy, nehme ich, mit E bestätigen. Dankeschön. Können wir später sicherlich ändern. Großartig. Und nun Tuning. Achte auf deine Ruhepausen. Unterbodenbeleuchtung und so. Und das können wir jetzt hier regelmäßig machen. Wie schön. Kein Problem. Futter. Manche Händler Futter. Wir möchten Geschwindigkeit. Es geht nicht. Ich werd wahnsinnig. Aber warum denn nicht? Nee, ich habe jetzt sogar nochmal den Server gewechselt, weil ich musste, weil die Abschaltzeit lief. Irgendwie kann ich jetzt nicht weiter die Geschwindigkeit erhöhen. Aber ich habe gerade sowieso im Reddit gelesen, dass dieser Begriff auch im Englischen ein wenig irreführend ist. Hier steht verbesserte Sprintgeschwindigkeit, aber im Prinzip ist es die Zeit, welches dein Brahmin sprintet, nachdem du es angefeuert hast. Nur das soll wirklich die Geschwindigkeit erhöhen. Also das Stufe 1 Upgrade, also sind alle anderen Upgrades erstmal obsolet. Wir könnten also unsere wertvoll gesammelten Vorräte hier anderweitig investieren. Und ich denke, dafür wird es jetzt langsam Zeit. Wir werden ja nicht müde, unser Brahmin während einer Karawane hier anzufeuern. Deswegen würde uns das herzlich wenig bringen. Wir hängen dem Brahmin ja schon die ganze Zeit am Hintern. Also, investieren wir jetzt woanders oder machen wir weiter? So, ich könnte noch ein paar zusätzliche Helfer benötigen. Na los, es wird Zeit. Naja, also wenn wir jetzt den Munitionshändler nehmen, ne? Laserkarabiner, das ist meine Motivationsmöhre. Deswegen setzen wir erstmal auf die Händlerin für Importwaren. Hört sich ja auch gut an. Eine weitere Händlerin können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Früh sollte alles bereit sein. Ganz gut schwarz werden lassen. Vielleicht können wir sie ja auch gleich tunen. Da bist du ja. Besser spät als nie. Was? Wie bitte? Na du, alles klar? Auch im Stehen geschlafen? Können wir jetzt wieder? Ja, wir sind immer super busy. Ich möchte einem Angestellten noch mehr Ressourcen geben. Klar. Es wäre natürlich... geht gerade nicht. Ich glaube, wir haben zu wenig. Vielleicht müssen wir auch erstmal mit ihr quatschen. Ist auch möglich. Und eventuell müssen wir auch immer die dritte Stufe im Gespräch freischalten. Und wir sollten auf jeden Fall lesen. Lesen, lesen, lesen. Deswegen gehen wir jetzt zur Importhändlerin, die hier ist. Ja, tatsächlich. Das ist Zufall. Ganz im Ernst. Ich wusste nicht, wo sie landet. Na du, Inik... Ineke. Oh, wir können auch schon direkt loshandeln. Na dann zeig mal. Deine wertvollen Waren. Inventar noch gar nichts. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dünne. Aber wir können bestimmt was für dich machen, ne? Entschuldigung, nein, nicht die Knarre ziehen. Hände hoch! Jemand hier hat sicher Lust auf ein Kartenspiel. Ja, bestimmt. Hey du, wartest du darauf, dass ich den Anfang mache? Immer eigentlich, aber... Der Sturm scheint heute... Ich habe noch ein paar Sachen übrig. Vielleicht gefällt dir was. Ah, okay, jetzt können wir richtig reden. Was hast du so gemacht, bevor du hierher kamst? Du bist neugierig. Das mag ich an dir. Meine Arbeit vor dem Krieg war so ähnlich wie jetzt. Ich beförderte auf einem großen Schiff Fracht über den Nordatlantik. Hört sich interessant an. Hattest du sowas wie eine Crew? Ja, hab ich. Wir waren eine Gruppe. Ich und 20 andere von überall her. Jeder hatte seine ganz eigenen Gründe, um die Welt zu bereisen. Auf einem Schiff kann man gut vor dem alten Leben fliehen. Ja, man kommt gut rum, auf jeden Fall. Man flüchtet, aber ganz ehrlich, man kann sich selber nie entkommen. Welche Art Fracht hast du transportiert? Alles Mögliche. Ich habe für ein großes Unternehmen Waren über den ganzen Globus befördert. Wir holten irgendwo Vorräte ab und reisten weiter, um sie zu liefern. Ach, es gibt so viele schöne Orte auf der Welt. Wir transportierten Lebensmittel, Möbel, Felle, Werkzeug, Hüte und sogar ein Teleskop. Ach, ein Haufen Gerümpel. Guck mal einer an. Einen Schrott ist ja des anderen Schatz. Ein Teleskop.
Von unten nach oben? Verkaufst du auch nützliche Sachen? Ja, na klar. Ich verkaufe Kleidung, Nahrung und auch einiges an Altmaterial. Jetzt bist du interessiert, oder? Aber sicher doch, Klamotten sind immer wichtig. Oh, jetzt ist mir gerade hier mein Nasenstift runtergefallen. Du glaubst also, dass du den Rest von dem alten Schrott jetzt einfach verkaufst? Nein, nein, das sage ich nicht. Das mir zu ungehobelt. Was hat dich nach Amerika verschlagen? Uns gingen die Ressourcen aus und wir mussten ja irgendwo andocken. Wir landeten in Baltimore. Ein paar hatten Verwandte dort und es war nicht weit von unserem Anlegeplatz. Oh, okay. Reden wir über was anderes? Worüber willst du noch reden? Naja, was so ansteht. Du kommst nicht aus der Gegend, oder? Ich war immer auf der ganzen Welt zu Hause. Meine Muttersprache ist nur eine von vielen, die ich in der Kindheit gehört habe. Englisch habe ich hauptsächlich von meinen Kollegen unterwegs auf Reisen gelernt. Aber dafür sprichst du es ganz gut, dieses Englisch. Nur zu. Und wie lebst du dich hier aktuell so ein? Ach, ich habe schon schönere Orte gesehen, aber auch schlimmere. Man sollte nicht allzu wählerisch sein. Eben. Es kept wie es kept. Das war alles? Okay, dann muss ich los. Sure. I hope the work pleases you well today. Ja, und hast du jetzt Sachen für uns? Genug gearbeitet. Lass uns trinken. Wahrscheinlich erst ab Stufe 2. Lass uns trinken? Nee, ich würde gern richtig Karawane hier spielen. Das wäre cool. Das Kartenspiel aus Fallout New Vegas. Oh, das wäre ja so großartig. Ich hatte ja gedacht gehabt, dass das irgendwie mit dem Atlantic City Update reinkommen würde. Aber ich glaube, den Jungs und Mädels von Bethesda war das Thema Glücksspiel ein wenig zu heikel. Oh, was ist das denn bitte? Nice. Ist das das Teleskop? Sieht ein bisschen danach aus. War das wirklich alles? Na, dann hoffe ich mal, dass du ab Stufe 2 mehr zu bieten hast. Aber jetzt ist erstmal sowieso egal. Genug Karawanen. Ich möchte jetzt... ich möchte jetzt Schatzkarten öffnen. Und dank hier unserer modifizierten Map sollte das ziemlich zügig gehen. Von welcher Schatzkarte haben wir am meisten? Im Bereich Savage Divide. 3. Oh, hier. Oh Gott, 10, ja. Von der 10 haben wir 21. Von der 10. Und das ist Savage Divide, ne? Hier der Mittelstreifen. Ja, doch. Wo ist die 10? Ihr habt sie schon da oben, ne? Das ist Savage Divide. Direkt neben einem Rissstandort. Aber ich möchte von hier gehen. Ich habe jetzt gerade keinen Bock auf eine Vulture. Und ich bin jetzt schon massiv überladen. Wonach müssen wir eigentlich Ausschau halten? Zumindest einmal rauf gucken sollten wir. Hinter, vor dem Auto. Beim Riss. Vor dem Auto. In die Richtung. Eine grobe Vorstellung haben wir davon, wo wir hin müssen. Ach so, ja, ich war ein bisschen AFK. Aber davor schon, also vor dem Jetzt. Nicht so wild. Und EPs pumpen machen wir. Machen wir, aber nicht jetzt sofort. Machen wir später wieder. Wenn's Richtung Killen geht. Aber jetzt erstmal Schatzkarten. Bei einem Auto. Und glücklicherweise haben wir nicht die Schneemod installiert. Was bedeutet, dass wir die Haufen besser sehen sollten. Theoretisch. Nicht, dass es da auch wieder Probleme gibt. Mit der Oh Gott, sie ist hier. Ah! Nein, jetzt nicht. Jetzt nicht. Aber wir werden ihr wahrscheinlich nicht entkommen. Du Ratte, du. Ich schlüpfe ganz kurz in die Rüstung. Ist mir sicherer. Ist mir sicherer. Nicht, dass wir ihr wegsterben und dann haben wir den Salat. Und dann müssten wir hier wieder... Oh Gott, nein. In der Nähe von einem Glitchstein. Entschuldigung. Du Ratte, du. Jetzt geht aber nicht, ne? Ja, kill uns ganz kurz. Geht das überhaupt? Haben wir uns schon rauskatapultiert? Aus dieser Sphäre des Seins? Ist möglich. Ist wirklich vermöglichbar. Hallo? Ja, ist doch gut. Hör doch mal auf. Oh, oh. Wir sind drinne. Ja, wir sind drinne.
Looks like we made it. Und man sieht sich immer zweimal. Mieses Monster. Komm schon. Wir sind im richtigen Loadout. Gib alles. Kaffee und Kuchen. Müssen wahrscheinlich wieder erneut auf den Hotkey gesetzt werden. Da! Da Ratter. Ist doch gut. Ist doch gut. Wir haben es gleich geschafft. Na, Spritze. Am Ball bleiben. Ist ganz schön legendary hier. Die Brandbestie. Na, dann rück mal den Kram raus. Nehme ich. Oh. Da ist der Haufen. Wir haben ihn. Nice. Aber wir wollen auch Ruhe haben. Wir wollen uns mit den Dingen auseinandersetzen. Wisst ihr? Na? Hallo? Alle tot? Ein bisschen Muni. Könnt ihr noch abdrücken, wenn ihr wollt. Wo war jetzt der Haufen? Hier irgendwo, ne? Finde ich bestimmt gleich wieder. So, wir haben aktuell... Was ist der Haufen hinter? Ist der Haufen? Wir haben aktuell keine Psychotets mehr. Was natürlich eine Schmach ist. Aber Kaffee und Kuchen haben zumindest ihren Platz. Sehr schön. Das ist gut. Das bedeutet, alles, was wir jetzt am Psychotets aufheben, kommt von diesen Schatzkarten. Und da könnte einiges zusammenkommen. Toi, toi, toi. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback, und zwar von euch.